Ja, wir haben euch heute ein sehr motivierendes Buch mitgebracht und zwar das neue Buch von Susanne Fröhlich, Der Hund, die Krähe, das Om und ich, mein Yoga-Tagebuch. Und Susanne Fröhlich war uns jetzt zwar schon ein Begriff, wir hatten auch mal in irgendeines ihrer Bücher reingelesen, aber so hundertprozentig war das jetzt nichts für uns oder wir hatten keine Zeit, wer weiß, was dazwischen gekommen war. Wir hatten jedenfalls noch nichts von ihr gelesen und da wir uns für Yoga interessieren, da wir auch Yoga eine Zeit lang mal praktiziert hatten, hat uns dieses Buch absolut angesprochen und deswegen mussten wir es lesen. Ja, wer Susanne Fröhlich sowieso kennt und ein Fan ist, der wird an dem Buch so oder so nicht vorbeikommen. Aber die Zeiten von Frau Fröhlich als Moppel-Ich, die sind jetzt endgültig vorbei. Das hat sie prima mit dem Yoga in den Griff gekriegt. Sie beschreibt hier ihr Erfahrungen mit Yoga, ich glaube über 3 Monate geht das Ganze, tagtäglich führt sie halt Tagebuch und lässt den Leser an ihren, ja, an ihren Problemen, an ihren Motivationen, aber auch an allem teilhaben, was ihren geistigen Horizont in dieser Zeit erweitert, denn es gibt ja, und das hat uns auch sehr abgeschreckt am Anfang, eine Unzahl von Yoga-Variationen, wo man sich halt irgendetwas bei heraussuchen sollte, womit man halt glücklich ist. Frau Fröhlich ist natürlich ein Mensch, der das Ganze mit einer gehörigen Portion Ehrgeiz angeht. Sie muss unbedingt die Krähe und auch den Skorpion können. Ich werde das wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr schaffen, aber da ist ganz einfach auch nicht mein Ehrgeiz. Für mich war es einfach nur wichtig, beweglicher zu werden, wieder ein bisschen bewusster zu leben. Und Yoga macht das wirklich ja, auf die sanfte Tour. Man muss sich nicht vornehmen, ich möchte abnehmen. Man greift einfach automatisch zu gesünderen Lebensmitteln. Die Erfahrung haben wir ja auch gemacht. Man steht häufiger in der Salatecke, als dass man sich mit Torte vollstopft. Aber das Buch ist absolut lustig geschrieben. Sie hat eine Riesenportion Selbstironie und es hat schon was Tragikomisches, wenn ihr ihre Fettmassen entgegenpurzeln. Aber die schwinden ja. Und die Erfahrung, halt, die sie gemacht hat, können wir nur so unterstreichen. Das Buch ist auch richtig toll aufgemacht. Ich zeig mal das Bild, ich hoffe, man kann das sehen. Also jedenfalls, es ist richtig schön aufgemacht, es ist bebildert. In kleinen Infoboxen stehen immer noch mal kleine Sachen, kleine wissenswerte Dinge. Hier haben wir sie, wie sie sehr schön Yoga praktiziert. Wie sie die Zitter-Espe macht. Und ja, wir können wirklich unterstreichen, die Erfahrungen, die sie gemacht hat, all das haben wir auch erlebt. Dieses langsam sich umgewöhnen in einen neuen Lebensstil, in einen anderen Lebensstil. Wir haben es leider wieder schlüren gelassen. Wir hatten wieder mehr Stress und mehr, der Schweinehund war da und dann wurde er immer größer und dann hat man keine Lust mehr gehabt. Aber dank Frau Fröhlich haben wir jetzt auch wieder die Yogamatte rausgeholt und ausgerollt und ich muss sagen, mein Rücken dankt es mir jetzt schon wieder. Ja, und da können wir jetzt also auch wirklich nur sagen, riesengroße Empfehlung. Das Buch hat allerdings keine Anleitung, wie man welche Yoga-Übungen praktiziert. Es gibt aber zu diesem Buch eine DVD, die ist, glaube ich, zeitgleich erschienen. Die haben wir noch nicht gesehen, das werden wir aber noch nachholen. Und was unser Schweinehund versaut hat, das hat Frau Fröhlich jetzt wieder gut gemacht. Sie hat uns wirklich motiviert. Wir haben unsere Yogamatten wieder rausgeholt. Und da können wir wirklich nur sagen, vielen, vielen Dank, Frau Fröhlich. Sie haben das in ihrer fröhlichen Art super geschafft, uns wieder an die Hammelbeine zu bekommen und ja, uns wieder ein wenig zu bewegen. Ja. Und daher unsere absolute Empfehlung für alle, die sich für Yoga interessieren, die vielleicht auch mit Yoga anfangen wollen. Dieses Buch eignet sich absolut und perfekt dazu. Wenn ihr jetzt anfangen wollt, holt euch das Buch, lest es nebenher, denn es wird euch Mut, Hoffnung und man kommt sich nicht so allein vor, wenn man jetzt Probleme hat am Anfang, wenn man dies nicht kann, das nicht kann. Es ermahnt auch einen wieder mal zur Langsamkeit. Aber das alles in einem herrlichen, lustigen und selbstironischen Schreibstil. Das Buch gefällt uns jedenfalls richtig gut und damit können wir es euch auch nur ans Herz legen. Und was ich auch sehr positiv finde, Frau Fröhlich ist jetzt ja auch nicht die Allerjüngste mehr. Ich denke, sie hat die 40 auch erreicht, wenn nicht überschritten. Und
es zeigt halt, man ist nicht zu alt für Yoga. Es ist ganz egal, wann man damit anfängt. Und man muss sich ja nicht verbiegen können wie eine Brezel. Aber wer Rückenschmerzen hat, wer unter Verspannungen leidet, wer total gestresst ist, wer einfach auch mal wieder seine innere Ruhe finden möchte, der sollte also wirklich dringend mit Yoga anfangen. Und wer dazu noch einen Motivationsschub braucht, dem schieben wir dieses Buch jetzt schon mal so entgegen. Schaut es euch an, guckt mal rein und beschäftigt euch damit. So, und das wär's von uns. Bis zum nächsten Video.